Sonntagsmaler. Heute Synchronsprecherinnen gegen Synchronsprecher. Die Synchronsprecherinnen vertreten Brigitte Bardot, synchronisiert von Margot Leonard. Julie Christie, gesprochen von Eva Pflug. Rita Taschingham mit ihrer deutschen Stimme Anita Kupsch. Lucille Ball, bekannt als Lucy, spreche ich Mehdi Rahl. Die Synchronsprecher von Tony Curtis, er sülzt das aus der Lippe, was ich ihm in dieselbe hineinpacke. Rainer Brandt. William Holden. Heinz Engelmann. Rex Harrison. Wie komme ich denn auf den? David Niven. Friedrich Schönfelder. Frankie Boy Sinatra. Herbert Stass. Und zwei Kindermannschaften. Berliner Kinderkarren und Synchronkinder. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. Danke. So. Das ist der Moment, wo das jetzt beginnt, ne? Guten Abend, meine Damen und Herren, die neuesten Montagsmaler, heute mit den Synchronsprechern. Ich habe hier eine Tafel mitgebracht, das ist die, viele haben mich danach gefragt, die ich immer gezeigt bekomme. Da wird mit Kreide draufgeschrieben, schneller. Auch heute haben wir wieder eine Sendung, in die wir viel hineinpacken möchten. Aber ich möchte zu Anfang einmal kräftig durchatmen, damit Sie mir nicht immer sagen, in meiner Sendung geht es so gehetzt zu. Wir haben also heute Synchronsprecher eingeladen. Das wäre fast eine Beleidigung, wenn man euch nur als solche verkaufen würde. Denn Synchronsprecher, das heißt in meinem Falle hier in meiner Sendung, dass ich große deutsche Schauspieler bei mir habe. So Erzkomödianten, wie ihr das, glaube ich, am liebsten hört, alle große Rollen gespielt. Und den anderen Großen aus dem Ausland haben sie hin und wieder ihre Stimme gegeben. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne zeigen, wie das funktioniert. Nämlich dafür habe ich diesen Karton tatsächlich mitgebracht. Ich möchte Ihnen gerne Tony Curtis vorstellen. Herr Brandt, kommen Sie mal zu mir. Ich darf Sie ganz kurz etwas optisch verändern. Und aus Ihnen Tony Curtis machen, ja? So, also meine Damen und Herren, Tony Curtis ist zu uns gekommen. Ich freue mich sehr, dass er die weite Reise gemacht hat. Und Sie kennen ihn ja alle aus seinen Filmen und ich möchte mich mit ihm ganz gerne auf Deutsch unterhalten, da er in der Zwischenzeit hervorragend Deutsch gelernt hat. Mr. Curtis, wie finden Sie das deutsche Publikum? Na, das weiß ich noch nicht. Ich kann nur hoffen, dass die Lauschlappenbrüder hier kein Hufeisen in die Suppe schmeißen, sonst können die morgen ihr Brötchen aus der Schnabeltasse lutschen. Ja, Mr. Curtis... Sie haben ja in einer Serie sehr viele deutsche Freunde gehabt. Wie geht's denn Ihrem Freund Mr. Moore? Mr. Moore hat ein bisschen viel Dampf in der Bluse und da haben wir gesagt, den wecken wir einen, dann riecht er nicht so. Vielen Dank, Herr Mann. Okay. So funktioniert das also. Jetzt zu euch. Ihr seid so lieb und stellt euch gleich mal vor, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also ich bin Judika Semmler. Ich bin 9 Jahre alt und ich turne bei den Amseln im OSC und spiele Klavier und spiele eben Theater. Mhm. Ich heiße Kirsten Frese, bin 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Theaterspielen, Lesen und Schwimmen. Ja, ich heiße Nikolaus Mesterhaum und meine Hobbys sind Singen, Theaterspielen und Musizieren. Ich heiße Sebastian Semmler und neben Theaterspielen habe ich ein Hobbys Klavier, interessiere mich sehr für Geschichte und Geografie. Und ihr klingt im Moment alle so brav. Und bei der Probe, da wart ihr so lustig und ausgelassen. Vor wem habt ihr denn hier so einen tiefen Respekt? Ich nehme an, ihr habt einen im Publikum erkannt und habt gesagt, ist das oder ist das nicht? Ich helfe euch. Herzlich willkommen, Gustav Knuth. So, jetzt müssen wir uns sehr stark anstrengen. Wenn der Gustav in der ersten Reihe sitzt, jetzt spielt er mal heute Theaterkritiker, ne? Und ihr seid ja alle Schauspieler, ihr spielt bei einer Bühne umsonst zu einem wohltätigen Zweck, habt da tolle Themen. Was spielt ihr denn zurzeit gerade für ein Stück? Wir spielen ein Stück über das Gastarbeiterproblem, wo ich auch ein Gastarbeiterkind spiele. Und in unserer Straße ist die eine Straßenseite die Deutsche und die andere die Gastarbeiter. Und wir stehen eben...
auf dem Kriegsfuß. Aber zwei von denen, also ein Mädchen aus der Deutschen und ein Junge von den Gastarbeitern, die mögen sich. Und deswegen nennen wir es auch Romeo und Julchen in Berlin, weil der Junge Romeo und das Mädchen Julchen heißt. Bist du denn der Romeo? Nein, ich bin der Freund von dem Romeo. Ja. Und ich sage also hier nun, du kannst doch nicht mit einer Deutschen machen, wenn die uns so verachten. Und nun hör doch mal auf mit dem Unterwurf hier in die Summe. Und ihr versucht also, durch eure Darstellung beizubringen, den Erwachsenen vor allen Dingen, dass es keine Unterschiede geben soll zwischen den Gastarbeiterkindern und euch gehören soll. Aber eigentlich sind ja auch manchmal, in unserem Stück sagen wir auch, dass wir eigentlich die Eltern dran schuld sind. Denn die Eltern sagen, ihr sollt nicht mit den Gastarbeiterkindern spielen. Das sind Ausländer, mit denen haben wir nichts zu tun. Ja, wir bleiben unter uns. Im Übrigen stinken die und klauen auch und weiß der Teufel was noch. Ne? Und ihr habt jetzt aber festgestellt, dass das gar nicht stimmt. Nein. Also ich würde sagen auch, dass die Kinder ja abhören von den Eltern und dass sie das dann weitergeben, weil man ja, also ich finde also, dass jedes Kind also meint, was die Eltern auch sagen. Denn das meiste ist ja davon richtig. Und in diesem Falle spielt ihr das Stück, damit die Eltern euch nicht so einen Blödsinn beibringen, dass man mit Gastarbeiterkindern nicht spielen soll. Ja, denn eigentlich verdienen die es ja gar nicht, dass man die mit Mitleid behandelt. Denn die sind hier und die haben genauso ein Recht, hier zu wohnen wie wir auch. Denn die meisten Kinder sind ja hier dann schon in Deutschland geboren. Und dann finde ich es also nicht richtig, dass man die also behandelt, wie als wenn die also Ausländer wären und als ob die uns die ganzen Arbeitsstellen wegnehmen. Du hast ein Gastarbeiterkind in der Schule. Habt ihr darüber mal gesprochen, über diese Probleme? Kommt ihr damit gut aus? Nein, also ich meine, wir kommen schon damit gut aus. Wir haben aber nie drüber gesprochen, weil das für uns eigentlich selbstverständlich ist. Also wenn da einer bei uns sagen würde, du bist ein Gastarbeiter, also das wurde, glaube ich, da wurde die ganze... kommt Ali und kloppt. Kloppen keiner. Ja? Gut, dann würde ich Freunde sagen, ihr habt das so nett gesagt und ich danke euch sehr, dass ihr den Erwachsenen so ein gutes Beispiel gebt. Wir winken jetzt allen Gastarbeiterkindern in Deutschland, nicht? Hier, winkt mal mit hier, damit ihr uns alle sehen, der Ali und wie sie alle heißen. So, fangen wir an zu spielen. Erste Runde, für jeden erratenen Begriff gibt es 3 Punkte. Achtung, Spiel ab. Katze, Hund, Mann, Spargel, Tarzan, V mit dem L. Eisbecher. Richtig. Nussbaum. Spatz. Vogel. Vogel ist gut. Nein. Schwanz. Huhn. Nein. Huhn. Hahn. Nein. Hühnchen. Ganz Pute. Nein. Vogel. Spatz. Was Zaunkönig. Jetzt hast du ihn. Storch. Richtig. Fuß. Elefanten. Pferd. Hund, Katze, Maus, Esel. Kuh von hinten. Was ist denn da? Mensch. Das ist Mensch, ja, aber wir suchen keinen Menschen. Da steckt... Biertrinker, Alkoholiker. Nein, ich helfe euch. Bett. Nein, ich helfe euch. Da, Kissen. Da könnte ein Mensch drinstecken. Sack, Sarg, Bett. Nein, ja, im Bett. Und was ist das dann links? Krankenhaus. Liege. Krankenhaus. Nein, links das. Mach mal ein paar Knöpfe dran. Ach so, eine Jacke, also ein Anzug. Ja, und im Bett dann? Schlafanzug. Ja, richtig. Baum. Apfelbaum. Apfelbaum. Tannenbaum. Winter. Baum ist richtig. Ja. Welcher Baum? Apfelbaum. Laubbaum. Birnbaum. Kirschbaum. Nein. Tanne. Kein Obstbaum. Fichte. Nussbaum. Nein. Eiche? Nein. Ja, wirklich schwer, was? Wenn die wenigstens Früchte hätte, aber die hat doch manchmal immer so... Eiche? So lange Dinger. Vielleicht kannst du die Kastanie. Mal... Kastanie? Nein. Kastanie. Gummibaum. Mach mal ein paar weiße Flecken drauf. Birke? Eine Birke, richtig. Apfelbaum. Fahrrad. Motorrad. Ja, Motorrad, richtig. So, 15 habt ihr geschafft. Danke.
15:0 für die anderen. Würdet ihr so nett sein, euch jetzt mal vorstellen? Also, ich heiße Christoph Hein, wohne in Berlin, ich lese gerne und habe angefangen, jetzt Gitarre zu spielen. Mein Name ist Katrin Fröhlich, wohne in Berlin, bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind Hund, Katze, Maus. Ich heiße Christina Platen, meine Hobbys sind Kunst, Ton und Reiten. Ich heiße Irina Mink, meine Hobbys sind Reiten, Skifahren und Schlittschuhlaufen. Irina, ich habe eine große Bitte an dich. Guck einmal in unsere Kamera 3, damit die dich zu Hause auch richtig sehen. Sonst sagen die, warum hat der die Irina da an die Ecke gesetzt und die kam zu Hause gar nicht richtig an. Ihr habt schon mal synchronisiert, wie die erwachsenen Schauspieler da auch. Ihr spielt dann Kinderrollen, Comicfiguren. Was war denn deine Liebste bisher? Meine Liebste? Och, Charlie Brown. Warst du der Charlie Brown? Nein, ich hab da mitgemacht. Das war so lustig. Da konnte man alles sehen, was da los war. Und naja, möchte denn einer von euch mal Schauspieler werden? Nee? Warum nicht? Warum nicht? Findest du das nicht so gut? Nein. Nee? Gefallen dir die Damen da drüben nicht? Oder? Hat damit nichts zu tun. Blöde Frage von mir. Ich nehme die Frage zurück. Aber warum? Was stört dich an dem Beruf? Ich stört eigentlich nichts, aber wenn man die gleiche, immer das gleiche, also macht das, geht einem langsam auf den Nerv. Du stellst dir vor, so 70 Mal hintereinander den gleichen Text in der gleichen Rolle ist nichts. So ungefähr wie 5-mal ein gleiches Gedicht aufsagen in der Schule. Ne? Und du willst eine große Kunstturnerin werden? Ich will nicht werden, sondern ich mache es im Moment. Mhm. Also ich trainiere für Jugendtraining für Olympia. Und ob ich es werden will, das weiß ich noch nicht. Ist das denn möglich, dass wir dich bei den Olympischen Spielen dann im Turnen sehen? Bist du so eine gute Turnerin? Fleißig? Ja. Ja. Und du, Hund, Katze, Maus, du hast mir erzählt, du hast zu Hause eine Maus, eine Katze und einen Hund und die wohnen alle zusammen. Ja. Na, da ist was los in der Wohnung. Ja. Wie kriegst du das denn hin so? Die Nachbarn schimpft keiner? Nein, gar niemand. Was denn für ein Hund? Ein Boxer. Und die Katze? Ganz normale Hauskatze. Und die schlafen zusammen, haben das gleiche Körbchen, den gleichen Napf? Nein, den gleichen Napf nicht, da wird der Hund schon ein bisschen böse. Ah ja, gut. Jetzt fangen wir mal gleich an zu spielen, aber ich habe eine Bitte an euch. Ihr müsst mir nämlich helfen. Ich möchte gerne heute zum ersten Mal in den Montagsmalern einen Kandidaten aus dem Publikum holen, der mir helfen soll, nachher bei einem Spiel. Frage an Sie, wer ist bereit, mit mir nachher hier ein kleines Spiel zu machen? So, einen habe ich schon, 2, 3, 4, ich brauche nur einen, ist mein Problem. Ihr müsst mir helfen bei der Qual der Wahl. Sucht mir mal einen aus. Was, einigt euch mal, kommt alle mit, einigt euch mal, wen wir nehmen hier. Also nochmal. Guck mal, da oben sehen wir einen Finger, da sehen wir einen Finger. Wo noch? Hier der Herr. Nehmt einen, der nicht so weit weg ist, sonst dauert es wieder. Den Herrn mit der roten Krawatte. Habt ihr euch den ausgesucht? Ja. Gut, dann holen wir ihn gemeinsam ab. Dann holen wir ihn gemeinsam ab. Warum habt ihr euch gerade den Herrn ausgesucht? Der sah so niedlich aus. So, darf ich Sie herzlich begrüßen? Elstner, grüß Gott. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Gerlowitsch aus Nürnberg. Herr Gerlowitsch, was machen Sie beruflich? Ich bin Heizungstechniker, wenn man so sagt. Und zum ersten Mal hier? Ja. Am besten ist, du führst ihn mal hier auf seinen Platz. Weißt du, du hast ja gesagt, er sieht so niedlich aus. Wir setzen ihn in die Mitte. Wir setzen ihn in die Mitte. Sie sind jetzt unser Ehrengast. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Wir fangen gleich an zu spielen. Sie sind unser Ehrengast. Gehen Sie manchmal ins Kino? Oh mein Gott, nein. Selten. Aber Sie gucken schon mal Filme im Fernsehen an. Ja, natürlich. Ja. Gut. Und Sie kennen auch berühmte Schauspieler? Ja, soweit. Wer ist denn Ihr Lieblingsschauspieler? Gustav Knut. Gut, bis gleich. Ja? Kommt, wir fangen schnell an zu spielen. Ich sage auch für euch, Achtung, fertig, los. Hund, Katze, Maus. Schuh, Topf, im Bett, Schuh, Kaktus, Mütze, Kopf, Eisbecher, Koch. Ja, richtig. Treppe, Leiter, Schuh, Brille, Mensch, Brille, Birne, Strauß, Vogel, Vogel, Schuh, Stiefel. Vogel ist gut. Vogel, Scheuche. Was für ein Vogel? Eine Ente, ein Strauß, nein. Ein Schwan. Nein. Ein Schwan, nein. Ein Pinguin. Nein. Pinguin ist kein Vogel. Ein Storch. Ein Storch, richtig. Hosenanzug heiß. Strampel. Ja, ja. Baby, ja.
Strich. Baum, Straße, Kreuzung. Baum ist gut. Strauch. Tannenbaum, ein langer Baum, ein großer Baum, ein kleiner Baum. Eiche. Ein dicker Baum, deutscher Eiche. Baum. Was für ein Baum? Ein großer Baum. Also, pass auf. Seid mal ganz ruhig. Ihr könnt's noch nicht rausbringen, weil sie so lange an den Wurzeln malt. Ja? Ein Wurzelbaum. Nein. Ich muss ihr mal helfen. Mach doch mal da oben so ein bisschen was drumrum. Blau, blau. Was für ein Baum? Ein kahler Baum. Also den anderen Kindern habe ich gesagt, mach mal ein paar weiße Flecken dran. Ein Schneebaum. Nein. Apfelbaum, Obstbaum, Kirschbaum. Nein. Ein weißer Baum. Kein Obstbaum. Nicht ein weißer Baum. Ein Laubbaum. Mit weißen Flecken. Ein Schneebaum. Ein Baum mit weißen Flecken. Und manchmal hängen da, wenn ich recht informiert bin, so Regenwürmer runter. So. Holzbohnenbaum. Stimmt doch, oder? Regenbogenbaum. Nein, ein schöner Baum. Ein Apfelbaum. Ein schöner Baum mit weißen Flecken ist eine Birke. Ich danke euch. So, kommt, hier sind eure Spielsachen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Tschüss, Wiedersehen. Die Birke. Ist schwer. Hättet ihr das besser gemacht mit der Birke? Nein. Nein. Aber etwas haben wir gelernt, von vornherein eh was zu sehen. Das hat Katze Maus sagen. Ja. Nein, die sind fabelhaft. Wirklich prima. Ich bin so heiser vor Angst. Also, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, neben vier so reizenden Damen zu sitzen, so großartigen Schauspielerinnen. Und Frau Leonhardt... Ohne H, bitte. Frau Leonhardt... Violett. Ja, ist alles klar, wie Leonardo da Vinci. Jawohl. Merke ich mir. Frau Leonhardt synchronisiert seit vielen Jahren eigentlich alle Filme von Marilyn Monroe. Und darum beneide ich Sie sehr. Ja, ich mich selber. Ich bin auch glücklich gewesen. Mann hätte das ja schlecht machen können. Ja. Nein, das war wunderschön. Hatte das Leben von Marilyn Monroe bei Ihnen irgendeine Rolle gespielt? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe sie wahnsinnig gern synchronisiert und es war nicht einfach, weil sie ja in einer Art ist, in einer Stimme, die eigentlich nicht meine ist. Mhm. Ich habe also versucht, da reinzukriechen in diese Person, was ich eigentlich immer, wenn ich synchronisiere, versuche ich, in diese Person reinzukriechen. Kleinen Moment. Machen Sie mal alle die Augen zu. Ja, erzählen Sie ruhig weiter. Dann unterhalte ich mich nämlich jetzt mit Marilyn Monroe. Bitte Augen zu, alle Augen zu. Gustav Knur hat die Augen zu, alles klar. So, ja? Ja, und das ist das Wichtige, weil man hat ja auch eine ganz große Verantwortung. Ja, Marilyn. Wenn man... soll ich Marilyn sein? Ja, das ist toll. Also ich finde das toll. Frau Kupsch, Sie sind, wir haben gestern kurz gehört, dass Sie oft auf Theatertournee sind, viele große Rollen spielen, dass Sie furchtbar gerne lachen. Ja, sehr viel auch. Sicher auch schon manchmal was verlacht haben. Ja, unentwegt. Ja, was macht man dann, wenn man als Schauspieler lachkrank kriegt? Ich lache ja hemmungslos, nicht? Ich meine, ich nehme das nicht so zurück. Die wissen also, warum ich lache. Ja. Und wenn nicht, sage ich es auch noch. Und was haben Sie alles schon synchronisiert? Ach, außer Rita Taschingham ganz viele Unbekannte. Ne? Und stimmt es, dass Sie so stürmische Liebesszenen synchronisiert haben? Pornos, ja. Hallo? Ja, Moment mal. Na, deswegen frage ich nicht. Mich würde nur interessieren, wenn man in so einem dunklen Kabäuschen steht und man macht da also so alle möglichen Geräusche. Ja, es ist auch peinlich irgendwo, nicht? Ein bisschen. Ja. Und vor allen Dingen wird einem ganz schwindelig, weil man ja immer... Danach kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Bist du alleine da in so einer Kabäuschen? Nicht immer, Medi. Ich lehne solche Rollen ab. Medi Rall schreibt gerade ein Buch, habe ich gehört. Ja, ich schreibe gerade. Ja, schreiben so viele, gell? Ja, es wird jetzt sehr viel. Was steht denn da drin? Mein Leben. Ach du lieber. Und wird da auch abgerechnet? Ich kenne einen Kollegen, der hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, kannst du mir nicht helfen? Sagt er, so viel Fortsetzungen kann ich gar nicht schreiben, wie immer dein Leben zu schreiben sind. Wenn ich mal Folgendes vielleicht sagen darf. Es kommt ja beim Synchronisieren sehr stark darauf auf die Stimme an. Ja. Und während Sie, sagen wir mal, diese zarte, feine Stimme hat, würde ich mich vielleicht charmant ausgerückt an Sie wendend sagen wollen, Ihre Stimme ist etwas tiefer. Etwas zarter. Und ist die schon immer so gewesen? Ja, nicht ganz so tief. Sie ist jetzt, also jetzt ist es vorhanden.
Ich habe auch schon einen Mann synchronisiert. Aber jetzt fragen Sie mich nicht wen. Es war ein Tänzer und es war besonders interessant für mich. Und es wird wohl meine Zukunft sein, dass ich also auch noch die Männer ersetze. Eva Pflug. Die Medi malt übrigens wunderschöne Bilder. Ja, aber nicht aber, dort, bitte. Gut, das werden wir sehen. Eva Pflug, Sie haben so viele große Rollen gespielt. Mit einer sind Sie vor allen Dingen in der breiten Öffentlichkeit sehr bekannt geworden. Und die hat Ihnen vielleicht letzten Endes am meisten geschadet. Sehen Sie Tamara das auch so? Tamara Jagielowski, ja. Orion. Orion, ja. Wie viele Serien waren das? Also es waren nur Folgen? 7. Erstaunlicherweise nur 7. Aber sie sind immer wiederholt worden. Und dadurch schien es mehr. Und heute denken die Leute immer noch, dass die Enterprise dasselbe ist, aber ist es nicht. Es ist eine amerikanische Serie, die mit uns nichts zu tun hat. Von all den vielen Rollen, die Sie gespielt haben, auf der Bühne synchronisiert haben, beim Synchronisieren vor allen Dingen, gibt es irgendeine Schauspielerin, wo Sie gearbeitet haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, ist die gut. Jetzt muss ich mich aber anstrengen, dass ich da dran komme. Ja? Das ist einmal die Julie Christie im Zhivago, zum anderen die Glenda Jackson. Eine englische Schauspielerin, die von der Bühne kommt, und die Anne Bancroft, die auch von der Bühne kommt. Mhm. Und wie ist das, wenn man so eine Rolle spielt und die Frauen liegen dann womöglich in den Armen eines fremden Mannes? Man sitzt da, hat den nüchternen Abstand, sagt, jetzt kommt der Tick, sie macht den Mund auf, ich spreche, oder ist man... Das ist eine ganz normale... Ja. Normales Handwerk. Daneben steht einer, der wartet genauso und hat Angst, dass er nicht einen Einsatz verpasst. Genau, also was soll da passieren? Man muss sofort losweinen, man muss sofort lachen. Also jede Gefühlsregung muss sofort bereit sein. Wir haben einen Ehrengast aus Nürnberg. Ihr habt ihn alle kennengelernt, unseren sympathischen Ehrengast. Und jetzt habe ich eine große Bitte an Sie. Mit Ihnen möchte ich ein Spiel machen. Ich werde jetzt unserem Publikum und unseren Zuschauern eine Szene aus einem Film zeigen mit Marilyn Monroe. Und alle meine Gäste hier auf der Bank haben Marilyn Monroe einmal gesprochen, aber in einer völlig anderen Reihenfolge. Und Sie sollen mir sagen, welches war die echte Marilyn. Okay? Aufgabe verstanden. So, Achtung, Film ab. Marilyn Monroe, die erste. Mal sehen, ob der Film kommt. Das wäre schön, wenn wir ihn sehen dürften. Drei. Er sieht aus wie Lincoln, er spricht wie Lincoln, aber er wird erst zufrieden sein, wenn er auch wie Lincoln erschossen worden ist. Also das war das erste Beispiel. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Er sieht aus wie Lincoln, er spricht wie Lincoln, aber er wird erst zufrieden sein, wenn er auch wie Lincoln erschossen worden ist. Was es alles für Monroes gibt, nicht? Dritte. Er sieht aus wie Lincoln, er spricht wie Lincoln, aber er wird erst zufrieden sein, wenn er auch wie Lincoln erschossen worden ist. So, und die vierte Version? Er sieht aus wie Lincoln, er spricht wie Lincoln, aber er wird erst zufrieden sein, wenn er auch wie Lincoln erschossen worden ist. So, das ist gar nicht so einfach, glaube ich, nicht? Das ist gar nicht so einfach. Wer war's? Nicht umdrehen. Eins, zwei, drei oder vier? Tja, es ist schwer. Ich weiß. Es ist schwer. Also Marilyn Monroe sprach noch nicht Deutsch, oder? Nein, nein, das war nicht die Marilyn Monroe selber, sondern die Dame, die sie immer synchronisiert hat, hat sie jetzt auch gesprochen und die anderen auch. Nämlich meine vier Gäste hier haben sie gesprochen. Das war die drei. Die drei sagen. Ja. Sie noch nichts sagen, noch nichts sagen. Sie sagen die drei. Ja. Was sagt das Publikum? Sie sagen alle die Eins. Er sagt die Zwei, er sagt die Drei. Jetzt muss ich meine Damen fragen, was war richtig? Die Eins. Die Eins, Frau Leonard. Ja. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Sie haben damit den zweiten Preis gewonnen. Glücklicherweise haben wir nur einen, also haben Sie gewonnen. Wir haben uns Folgendes gedacht. Sie kriegen von uns eine Kinokarte und dürfen Ihr Leben lang in jeden Monroe-Film gehen, ohne was zu bezahlen. Ja? Danke schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wiedersehen. So, wollen wir mal anfangen zu spielen hier? Jetzt geht's drum. Achtung. Hund, Katze, Maus. Spiel. Affe, Vogel, Baum. Ab.
Was ist denn das? Gar nicht. Eine Nuss. Nein, eine Lampe. Schneeglöckchen. Richtig. Schneeglöckchen. Schneeglöckchen. Ein Paket. Ein Paket. Ganz lang, ganz ruhig bleiben. Ein Kram. Entgachten Zaun. Nein, ganz ein falsch. Ein Käfig. Völlig falsch. Ein Käfig. Dann malt sie was falsches. Oh. Nein. Nein. Ich finde sie malt schön. Ja? Ja. Hilfe. Hilfe. Ja. Ein Boot? Wasser ist dazwischen. Nein. Ein Boot? Nein. Kein Boot, ein Auto? Was könnte das linke denn sein? Das linke ich kann mal eine kleine Hilfe geben. Ein Buch. Ja, ein Buch? Das ist schon besser, ja? Ein Buch. Stimmt. Ein Buch, denn ein Buch ist gut. Was für ein Regal? Ein Lexikon? Was für ein Buch? Was für ein Buch? Was für ein Buch? Ein Buch. Meine Damen. Ein Roman. Ein Malebuch. Ein Buch, das ihr Leben bedeuten kann. Eine Memoir. Nein. Ein Textbuch. Ja, das geht. Ein Textbuch. Ja, Textbuch. Das geht. Ein Textbuch. Oh. Mädel, lauf. Drehbuch ist ein Textbuch. Ja, was leid. Das war's schon. Das tut mir aber leid. '21:9, das sagt noch überhaupt nichts. Tony Curtis haben wir bereits kennengelernt. Friedrich Schönfelder hat so viele Rollen gespielt. Wir haben es ja im Anfang in unserer Sendung gesagt. Von all den Rollen, die Sie gespielt haben, ist Ihnen welche als Synchronsprecher ans Herz gewachsen? Ich meine, ein Schauspieler geht ja mal mit einer Rolle auf Tournee und sagt, ich bin überhaupt der Nathan der Weise. Aber gibt es für Sie eine Synchronrolle? Ja, zufällig eine Synchronrolle, die ich auch auf der Bühne gespielt habe, den Professor Higgins in My Fair Lady. Das liegt Ihnen immer wieder. Das würden Sie auch jederzeit. Können Sie mich wecken, jederzeit, dann geht's los. Ja. Sie haben auch in den Filmen von Jacques Cousteau sprechen Sie auch immer die Texte. Ja. Das hat heute Nachmittag einer rausgekriegt. Der hat von Weitem gesagt, mal hör mal, ist das nicht der Sprecher, der immer bei Jacques Cousteau spricht? Ja. Habt ihr euch eigentlich schon mal gegenseitig synchronisiert? Naja, nee, wir Hilfestellung gegeben. Ne? Also wir wollen das zugeben. Ich möchte gern, dass sich unsere Synchronsprecher mal gegenseitig synchronisieren. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, Herr Brandt, Sie synchronisieren mal Herrn Schönfelder. Nee, oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Ja. Ja? Gut. Ja, gut. Welchen Satz werden wir dann hören? Na, zum Beispiel sagen wir mal, das, sagen wir es schon vorher? Nö, nee, müsst ihr nicht. Also gleich mal auf vier. Ne? Ja, also ihr zwei. Ja. Gut, also gut. Also einer spricht nur. Mal sehen, wie. Also bitte. Mutter legt die Straps an, Vater kommt von Schicht. Herr Stass, die anderen Kollegen sind so ein bisschen festgelegt, große, berühmte Schauspieler zu spielen. Sie haben so viele verschiedene gespielt, weil sie meistens die Charakterrollen übernehmen. Sie haben also nicht einen festen, dass man sagen kann, er macht nur den Sinatra oder nur den William Holden oder nein, nur... Nein, ich bin mehr so ein bisschen die Feuerwehr. Also ich habe zum Beispiel... Kleine Sekunde, mit Ihnen habe ich jetzt was vor. Wenn Sie diese Frage bitte zu Ende beantworten würden... Und jetzt möchte ich Sie alle ganz herzlich bitten, hier, wenn Sie Lust haben mitzuspielen, wirklich mal die Augen zuzumachen. Die Augen zuzumachen, damit Sie mir nachher die Frage beantworten können, an was erinnert Sie die Stimme von Herrn Stass? So, wie ging das weiter? Also, ich spreche nicht einen bestimmten Star oder mehrere Stars wie die meisten meiner Kollegen, sondern etwa so ausgefallene Sachen wie im Holocaust, den Dr. Weiss. Schade, jetzt wollte ich Sie fragen. Jetzt wollte ich Sie fragen. Haben Sie ihn erkannt? Er war Dr. Weiß im Holocaust. Mmh. Ja, bleibt ja noch hohen Marsch. Ja. Wie ist das, wenn man eine solche Rolle synchronisiert? Hat man bei dieser Arbeit, bevor das Publikum überhaupt einen solchen Film sieht, als Schauspieler auch das Gefühl, haben Sie gewusst, als Sie daran gearbeitet haben, was dieser Film in Deutschland bewirkt? Nein, in dem Maße jedenfalls nicht. Wir haben auch nicht wie früher den Film gesehen. Früher bekamen wir die Filme vorher zu sehen. Ich wusste also auch eigentlich nichts über den weiteren Verlauf, selbst als Sprecher dieser Serie, nicht? Ja. Aber dieses ungeahnte Echo, das war für alle überraschend, auch für uns. Mhm. Aber es ist doch eine besondere Sache, mal so etwas zu machen. Mhm. Herr Engelmann, Sie haben, glaube ich, alle großen Serien gespielt, alle großen Rollen, haben sich ein bisschen zurückgezogen, kommen viel zu selten mit Ihrem Charakterkopf auf den Bildschirm, aber meistens mit Ihrer Stimme laufend zu hören. William Holden sind Sie oft gewesen, wer noch? Ja, John Wayne, Jack Hawkins und so weiter, R.L. Flynn,
Gary Cooper, viele sind tot, aber nicht, weil ich sie gesprochen habe. Ich wollte das fortsetzen, was er gesagt hat, der Herbert hier. Das Publikum denkt immer, ach, die sprechen den und den und können sich lange den Film ansehen und so weiter. So ist das gar nicht. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Also wir sprechen auch alles Mögliche und kennen weder Buch noch Figur. Wir werden angerufen, hast du morgen Zeit? Jawohl, jawohl, wen spreche ich? Du bist drauf, komm mal. Wir kommen ins Studio. Ich sage, wer bin ich denn? Kenne natürlich das Buch überhaupt nicht. Wer bin ich denn? Ja, du liegst da auf der Erde. Warum liegt der auf der Erde? Ja, der ist tot, der ist erschossen worden. Spricht aber noch mit seiner Tochter. Ich sage, warum spreche ich, fange ich denn mit dem Tod an? Ja, die anderen können nicht. Der eine kommt erst heute um 12, der andere kommt erst Montag, deine Partner. Du musst also das sprechen, was du allein zu sprechen hast. Und die Toten oder die Sterbenden im Film, die haben die Angewohnheit, immer furchtbar viel Mundbewegung zu machen. Und du musst versuchen, auch den Text dazu zu kriegen. Das sieht ungefähr so aus oder hört sich so an. Ich hab es deinetwegen getan, mein Kind. Vater, 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 macht die dann. Und, sei ganz ruhig, mein Kind, ich sterbe in Frieden. Das ist natürlich Klamotte, was ich jetzt gemacht habe. Aber so müssen wir eben halt auf die Lippenbewegung achten. Und das ist aber ganz typisch, was er hier schildert. Ihr würdet alle das so sagen. Geht uns allen. Sie haben ja neben den Rollen, die Sie synchronisieren, auch mit Ihrer markanten Stimme einige Dinge gemacht, wo Sie keine anderen synchronisieren, mit denen Sie einen Riesenerfolg haben. Er macht zum Beispiel das Fußballballett in Deutschland, das uns allen so gut gefällt. Er muss halt nicht das Fußballballett, diese Trainer. Ja, das meine ich. Ja, das meine ich. Ballett sind ja die da. Diese und schreiben Sie da die Texte selber? Ja, sicher. Ich mache den ganzen Film. Also schneide den ganzen Film selbst. Also auch was Tony Curtis bei uns gesagt hat, in Deutschland haben Sie auch noch geschrieben. Alles geschrieben, selbstverständlich. Haben Sie mal kennengelernt? Ja, immer rein in die Lippe. Ja. Wir haben jetzt noch etwas für Sie vorbereitet. Das dauert nur wenige Sekunden. Und zwar eine Szene wieder mit Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ist in einem Fahrstuhl mit Yves Montand. Ich sage Ihnen das deshalb, weil man den Yves Montand nur von hinten sieht. Sie hätten ihn sonst nicht erkennen können. Und Yves Montand sagt zu ihr einen Satz, den wir aus Gründen von Jugendgefährdung nicht übertragen möchten. Und nun habe ich die lieben Gäste hier gebeten, jeder soll sich anstelle von Yves Montand einen Satz einfallen lassen. Also sehen wir in der Rolle des Yves Montand Herrn Brandt mit Marilyn Monroe. Liebling, ist das warm hier? Lass mal, mein Schatz, in meiner Wohnung zeige ich dir meinen großen Kaktus, dann wird es dir noch viel wärmer. So, Marilyn Monroe und Friedrich Schönfelder. Ist das warm hier? Mein Schatz, da solltest du erst mal beim Montagsmalern sein. So, Herr Stass, bitte, jetzt Ihr Duett mit Marilyn. Liebling, ist das warm hier? Süß, ich war gestern mit Oma im selben Fahrstuhl, da war es irgendwie ganz anders. So, Herr Engelmann, und jetzt noch Sie im Fahrstuhl. Liebling, ist das warm hier? Sei ganz ruhig, ich hab genug Eis am Stiel. Ja, herzlichen Dank. Also Sie sehen, wie man natürlich manipulieren kann, was synchronisieren bedeutet. Vielleicht konnten wir auf die Art und Weise besser vorführen, was synchronisieren bedeutet, als wenn wir es lange erklärt hätten. Sie haben noch eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu synchronisieren. Vielleicht können wir das Gespräch damit abschließen. Engelmann und Stass jetzt einmal in einer vollen Synchronrolle. Da die Herren vorhin so literarisch waren, kommen wir jetzt aus dem Wilden Westen. Du Schuft, ich wollte dich erschießen. Leider habe ich mein Gewehr vergessen. Vielen Dank. Wollen wir mal anfangen? Ja. Okay. So, Achtung, Spiel ab. See, Wasser. Pfeilchen. Ein Bäumchen. Pfeilchen ist nicht schlecht. Garten. Zwei Bäumchen. Nein. Maiglöckchen. Ja, richtig. Nein. Fast. Fast. Nicht Schneeglöckchen. Ja, Schneeglöckchen. Was ist eine Tür, das? Zwei Türen. Ganz falsch. Ein Buch. Das besser. Klavier. Nein, Akkordeon. Ein Drehbuch. Ein Notenbuch. Drehbuch, richtig. Das gar nicht. Ein Kreis, ein Apfel, ein Kopf, Sonne, eine Qualle,
Ein Ballon. Ein, oh, das darf ich nicht sagen. Eine Kartoffel. Ja, darf ich. Ball, noch ein. Was? Ein Monocle. Ja, richtig. Schweinerei. Oh, ja. So sieht's aus. Ja, das schaffen wir nicht mehr. In der Zwischenzeit also 21 zu 18. Stimmt dieses Ergebnis da oben? Tatsächlich. Bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Howard. Danke. So, letzte Runde. Und Sie werden jetzt ganz alleine zeichnen. Die anderen werden raten. Alle 30 Sekunden Punktabzug, wenn ihr nicht richtig ratet. Ich hoffe, das kommt nie in Frage. Ja. Achtung, Spiel ab. Fängt ganz leicht an. Zehn. Fluss. Schon gut. Fluss ist nicht so gut. Wellen ist gut. Boot im Fluss. Ja, Walfisch. Kein, Delfin. Nein, kein Wal. Aal. Nein. Delfin. Haifisch. Hai, ja. Hai, der weiße Hai? Ja, richtig. Voll. Schornstein. Vase. Vase. Krug. Zerbrochene ja. Krug. Krug. Richtig. Apfel fällt nicht weit. Ach nee, ein Kind. Nein, Gesicht. Mondgesicht. Doch. Nein. Was jetzt? Zwerge. Meinzelmännchen. Nein. Die. Max und Moritz. Max und Moritz. Nein, aber es ist Rührung. So ein Hund, klar. So, wie heißt denn dieser blöde Hund? Adam und Eva. Sie haben festgestellt, es handelt sich hierbei um Personen. Ja, Romeo und Julia. Was unterscheidet die linke Person von der rechten? Die ist dick und dünn. Ja. Dick ja. und doof. Durch dick und dünn? Ja! Ach, da oben, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, Kino. So. Streifen? Über den Dächern von Paris. Was für ein Streifen? Streifen. Ja, was ist das für ein Streifen? Ja, ja. Filmstreifen. Film ist gut. Kino. Ja. Kino. Film ist gut. Leiter. Steht als Symbol. Filmstadt Berlin, Filmfestspiele Berlin. Richtig. Herr Brandt, ich möchte jetzt ein besonders schönes Exemplar. Wieder. Ja. Verschlungene Knoten. Wo halten Sie sich denn da auf? Ach, Mensch. Das ist recht da kann man nichts raten, Falle. Excel. Was seht ihr da? Karneval. Wurzel im Untergrund. Eine Dame. Ein Welche? Eine Nackte. Nein. Halb. Ja, gut, warum nicht? Nein. Warum ich Schneider? Nein, aber ihr wart sehr gut. Sehr gut. Zu 21 bedeutet überhaupt nichts. Wenn ihr jetzt voll konzentriert spielt, viel ratet, könnt ihr noch ganz klar gewinnen. Achtung, Spiel ab. Film? Film mit dem Schwein? Nee. Film mit dem Schwein. Fisch. Nein, Fisch. Ein Fisch. Fisch, ja. Was? Ein Karpfen? Nein. Der weiße Hai. Ja, richtig. Natürlich. Der weiße Karpfen ist schön. Der Krug, der zerbrochene Krug. Oh. Film. Ist ein Gesicht. Noch ein Gesicht. Zwei Gesichter. Zwei Männer. Das doppelte Lötzchen nehmen. Nein. Ach, der sieht ja gemein aus. Irgendwas mit den Ohren. Wie unterscheidet sich denn der linke vom rechten? Der große, der Mann mit der Maus. Nein, heiß. Sie haben schon so ein schönes Wort gesagt. Pate und Pate, dick und doof. Dick und doof. Die Gesichter ihrer männlichen Kollegen werden etwas länger. Sie holen nämlich ziemlich auf. Eine Vase? Eine Vase? Nein. Fernsehen. Tatort, ein Gesicht. Ein Fernsehzuschauer? Nein, ein dicker Fernsehzuschauer. Geht mal weg vom. Eine Katze. Ja, aber nichts mit Fernsehen. Nein, kein nichts mit Fernsehen. Das ist auch keine Katze. Eine Katze. Das ist keine Katze. Dach. Die Katze. Nein. Es ist keine Katze. Oh, das ist keine Katze. Ein Schneemann? Nein. Eine Maus? Nee. Was hat sie denn da? Das ist eine Kamera. Kamera. Synchron. Schau. Nein. Aber es kann noch kommen. Was war das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schnell. Danach kommt Busen. Wieder was la. Ein Busen, ja. Ein Pilz. Wem gehört ein der Mensch. Busen? Ein Busen. Ein Busen. Marilyn Monroe. Ja. Oh nein, das darf ich nicht.
meine Stimme ist nicht mehr laut. Es ist ganz knapp ausgegangen. Gratuliere euch. Kommt ihr mit zur Preisverteilung? So. Sucht euch eure Bilder aus. Darf ich noch mal sehen? So, meine Damen und Herren, unsere Sendung geht zu Ende. Sie sehen ganz zum Schluss noch, wer sich welches Bild ausgesucht hat heute bei den Montagsmalern. Herr Schönfelder, wollen wir das alle noch zeigen? Herr Stass, Herr Engelmann, darf ich? Das sind also die Bilder, die demnächst bei unseren Gewinnern sein werden. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das nächste Mal haben wir die ZDF-Hitparade zu Gast gegen Pop 79. Es wird am 3. April sein. Hoffentlich hat es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, mich bei Ihnen bedanken. Auf Wiedersehen.